Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Serie Surviving Mars, Green Planet. Ja, es geht wieder los, nachdem jetzt Next Space Rebels durch ist, geht's zu dem nächsten Weltraum-Game. Zwar diesmal nicht Raketen fliegen und Raketen bauen und alles, sondern wir sind beim Mars. Wir wollen Mars besiedeln, wie es auch Elon Musk vorhat, und versuchen, den dann zu einem grünen Planeten, wie hier eben gerade im Hintergrund, umzuwandeln. Dazu starten wir jetzt ein neues Spiel und schauen, was passiert. Surviving Mars ist ja jetzt eigentlich schon ein bisschen älteres Game, aber ich habe jetzt erst, ich glaube, fast alle DLCs oder sowas in der Art. So. Wen können wir denn hier alles so... Space Y, okay. Edelmetalltreibreiter, okay. Drachenrakete hat weniger Frachtraum für sich, ist jedoch schneller und benötigt Treibstoff. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Solarreihe. Eine große Anzahl an Solarkollektoren, die weniger oft gewartet werden müssen, jedoch anfällig auf Staub sind. Drohnenhub starten mit zusätzlichen Drohnen 50 und billigere fortgeschrittene Ressourcen. Weißt du was? SpaceX it is, oder Spice Y in dem Fall. Überhaupt nicht abgekapselt oder sowas. Kommandantenprofil. Oligarch, Treibstoffproduktion um 25% erhöht. Hydroingenieur, Kuppel verbraucht 25% weniger Wasser. Das finde ich gut. Geheimnis? Zufällig. Ja, lassen wir es doch zufällig, würde ich sagen. Spice Y, Kolonie-Logo. Ach komm, lass mal bei Space Y, das schaut cool aus. So, Spielregeln. Da würde ich sagen, lassen wir es einfach Standard. Kolonie umbenennen. Das ist die Raxamanische oder Raxamars Base. Das hört sich doch ganz in Ordnung eigentlich an. Das ist die Raxamars Base. Und ich würde sagen, weiter geht's. Das ist unsere Rakete, die bei uns fliegt. So. Schwierigkeitsherausforderungsgrad 250%? Wait, warum das denn? Weil ich Space... Okay. Internationale Mars-Mission. Zeus-Rakete, hohe Raketennutzlast, fortgeschrittene Stirling-Generatoren generiert. Wir kommen nie Heimweh. Raketen stellen Treibstoff her? Ach komm, wir lassen das so. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und weiter. Drohnen haben wir dabei, 4 Stück. Ferngesteuerte Safari. Fahrzeug nimmt Touristen mit auf eine Safari. Lege eine Route fest, die Wegpunkte in der Nähe von interessanten Orten, um Zufriedenheit der Touristen zu erhöhen, okay? Ferngesteuerten Erkunder, Transporter, Kommandeur, ferngesteuerte Fahrzeug, das Drohnenfahrzeug steuern kann. Kostet 3 Millionen und braucht nochmal. Ach komm, wir lassen es bei den Standardteilen. Das wird schon irgendwie Sinn ergeben. Startplatz aussuchen. Hat viel Metall, viel Beton, viel Wasser. Niedrige Belastung von da aus gesehen. Dafür mehr Meteoriten, okay. Eigentlich ist der sehr, sehr der ist sehr schön. Der hat viel weniger Metalle, dafür mehr Staubteufel. Da taugt der hier am besten. Start. Gut. Dann, let's go. Lasst uns mal den, nicht die Welt verändern, sondern den Mars verändern. Bin gespannt. Ich hab's mal vor Ewigkeiten gespielt. Nur das Grundspiel. Welcome to Mars. Willkommen. What the fuck haben wir für eine Karte ausgewählt? Das ist doch schon mal was Gutes. willkommen auf Mars. Ich würde aber gerne erstmal Sonde einsetzen. Ja, ich habe schon einen Plan. Da haben wir Wissenschaft und Beton.
Da haben wir Wasser. Beton wird so das erste sein, was wir brauchen, aber wir brauchen natürlich auch die ganzen anderen Sachen. Ich würde gerne mal den Umkreis dann da absuchen, dann würde ich wirklich sagen, okay. Lass die Rakete hier landen. Sie kommt runter. Da kommt das große Ding. Wir haben 4,5 Milliarden und 200 Forschungen. Aktuell. So, das erste, was ich jetzt mal will, ist ein externes Lager. Ein Universallager, was wir einfach mal hierhin platzieren. Bauen. Und noch ein Universallager direkt. Du kannst direkt anfangen, die Sachen hier abzubauen. Und dann brauchen wir direkt sowas. Wie viel haben wir denn von euch? Stromschalter ist das. Und wir erst den Stirling Generator. Haben wir auch eine Batterie dabei? Ich glaube nicht. Aber die können wir doch fix schnell bauen. Und dann können wir gleich mal drauf direkt schauen, dass wir den Betonextraktor, warte mal, wie kann ich das nochmal drehen? Den Betonextraktor schnell hier hinsetze. Tu mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Das Lager wird direkt befüllt. Er holt sich hier die Metalle. Was gut ist, weil wir brauchen viel Metall. Wahrscheinlich in Zukunft. Forschung läuft auch noch und die Untersuchung aller Gebiete. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das hier leer kriegen. Was natürlich ganz interessant ist, dass wir hier halt so eine Mulde haben. Ne? Weil wir haben hier eigentlich zwei Stufen. Aber hier in der Mitte, denke ich, können wir schön auf jeden Fall bauen. Cool wäre, wenn wir später hier rausziehen würden. Ich würde die Kuppeln, ehrlich gesagt, hier oben bauen und dann versuchen, das hier zu Wasser zu machen. Das wäre nicht geil. Aber ich glaube, das ist nicht möglich, dass wir das Ganze unter hier unter Wasser setzen, als riesigen See. Fände ich auf jeden Fall mega cool. Was machst du denn? Ach, der holt sich das jetzt auch? Ach, das ist ja lustig. So, die Roboter bauen das gut ab. Wir haben bestimmt auch schon Drohnen grundsätzlich mit, oder? Drohne hat perfekt. Die grundlegenden Sachen würde ich auch direkt aneinander bauen irgendwie. Also dass die wir wirklich so immer eine Reihe haben. Das sind die Stadtsachen, die wir brauchen. Einfach damit die auch jetzt übersichtlich bleiben. Der ist noch schön am Sammeln. Er ist nicht der schnellste. Aber... was willst du machen? Was will man tun? Er sammelt Feinde. Keine aktive Forschung, das können wir gerne. Ja, erforschte Technologie. Was habe ich denn gerade vor? Marsianische Vegetation, angepasste Sonden, live on Mars. Transport, effektiver Transport, baut Ressourcen schneller ab. Das könnte vielleicht ganz von praktischer Seite sein. Obwohl das hier auch cool ist. Dann machen wir das und das. Dann will ich das hier machen. Und dann das hier. So, schließen. Wir müssen die ganzen Sachen natürlich jetzt optimieren auch. Da wird sich die Forschung erhöhen dann. Terraforming-Tipp. Ja, wir sind noch nicht so weit. Terraforming ist noch gar nicht. Transportproblem. Jetzt haben sich die Drohnen erhöht. Die Drohnenmenge. Ich würde aber noch nicht irgendwo einen Punkt hinlegen, wenn ich noch nicht weiß, ob wir da... So. Du bist fertig, dann lager das mal hier bitte aus. Ressourcen entladen.
Überhol das Ding. Und gar nicht mal so viel Sachen mit. Was fehlt denn hier noch? Beton fehlt noch. Ich würde jetzt mal schnell ein Kabel bauen. Dann hier, das hier anschließt. Perfekt, so. Magst du weiter abbauen gehen, bitte? Was haben wir da für Metall? Wir haben noch Metalle. Kann ich dem sagen, beim Bau hier mithelfen? Oder dem hier? Helft beim Bau mit? Nachdem sie jetzt einfach hier so ein Pile an Steinenhaufen gemacht. Dafür kann ich ja auch eigentlich hier was, wenn ich mich nicht irre, vergeben. Machen wir eine kleine Mülldeponie erstmal hin. So, jetzt fängt der an zu rollen und zu rütteln. Und hat gleich auch schon den ersten, die ersten Sachen geholt. Dann können wir nicht eine Batterie auch mal bauen. Geöffnet ist, wird die Stromerzeugung erhöht. Dadurch ist er aber anfälliger für Staubverschmutzung. Öffnen wir ihn schnell. Aber Akte brauchen wir es noch gar nicht. Machen wir wieder zu. Gut. Ich muss mich jetzt selber dran gewöhnen, wieder so ein Spiel zu spielen. Dessen Sensorturm erhöht die Scan-Geschwindigkeit besonders bei nahen Sektoren. Kostet eins von denen und eins von denen. Den stecken wir auch schnell hier an. Großer Sprung. Unsere Wissenschaftler haben auf der Erde soeben eine bedeutende Entdeckung gemacht. Dank der Flut neuer wissenschaftlicher Daten vom Mars ist unser Team ein ungeahnter Durchbruch gelangt. Effekt: Eine neue fortschrittliche Technologie wurde im Bereich enthüllt, die nun kostengünstig vorstellen kann. Machen wir Physik. So, tun wir mal den Sensorturm schnell setzen. Der hilft dann zu scannen. Den habe ich lustigerweise nie wirklich gebaut. Tunnel brauchen wir gerade nicht. Eine Aufladestation auch eher weniger. Wir bauen nicht wirklich viel gerade. Ich würde gerne auf Energie gehen, aber wir haben keinen 40 Metall. Der braucht halt auch viel an Wartung und allem. Der ist auch teuer. Machen wir erstmal hier noch den hin. Und dahinter noch einen. Ich glaube, das würde fürs Erste reichen. Wenn wir zwei von denen platzieren. Die Batterie. Okay, Sektor gescannt. Der hat auch nochmal so einen Betonvorrat. Öffnung des Baumenüs. Kommandant, wussten Sie, dass das Baumenu mit oder öffnet werden kann? Das geht schneller und effizienter als über das Schaltmenü, okay? Das kann ich jetzt einfach so machen. Ah, cool. Wie viel machen wir denn? Maximale Erzeugung, wenn wir hier gucken, wir machen 10 plus aktuell, das ist gut. Dass wir schauen, dass wir mal einen positiven Income haben in dem Fall. Wir können hier eine zweite Betonproduktion im Grunde in Zukunft machen. Wir müssen aber gucken, dass wir so bald wie möglich auf Wasser und alles gehen können. Das sollten wir aber auch schon machen können, rein theoretisch. Erzeugt Sauerstoff, die Produktion wird während der Staubschirme angehalten. Dafür würde ich aber gerne einen eigenen Platz haben. Wenn wir gucken, wie weit kann das Ding scannen, dann würde ich hier mich dann darum kümmern. Maxim. Wie braucht der Kosten? Okay, ja, das geht. Dann machen wir hier. Nein, das ist jetzt immer noch dasselbe Teil, aber das können wir rein theoretisch. Brauchen wir aber jetzt nicht noch weiter. Für mich wäre eher so ein Sauerstofftank interessant.
den ich jetzt hier hin platziere. Und dann brauchen wir Rohre, die erstmal nach da führen. Und dann brauchen wir natürlich noch dementsprechend ein Stromkabel. Dann lass uns mal das Stromkabel von da hinten. Unnötige Stromkabelverschwendung. Wuhu! Was ich halt am besten kann, ne? So. Sektor scannt. Der hat viel. Der hat viel, viel, viel an Eisen. Ich würde nicht dann hier einfach einen Wohnort hinbauen anfangen, wahrscheinlich. Dann haben wir auch noch Eisen. Das ist gut zu wissen. Zwei Anomalien gefunden. Ja, mit denen kann ich aber leider aktuell nichts anfangen. Vielleicht können wir nicht hier dann Sonnenkollektoren hinbauen, also sozusagen ein bisschen abgeschnittenen Sonnenkollektoren und dann einen fixen Bereich zum Wohnen auch. Wie schaut es mit der Sauerstoff, gespeicherter Sauerstoff ist 6, Kapazität ist 100. Hier würde ich schauen, dass wir einen guten Vorrat haben, bevor wir die Menschen hier reinlassen. Bevor auf einmal alles zunichte geht und wir viel zu wenig an Sachen haben. So, und dann müssen wir natürlich noch mit den Reparatoren hier arbeiten. Die können wir aber nur schicken oder erforschen. Wasserextraktor. Wir haben leider keinen Wasservorrat gefunden, wenn ich mich nicht irre. Außenrennen. Stellt Nahrung her, Sauerstoff und Wasser von der gewählten Tierart ab. Okay, eine Ranch drin. Also die zwei Sachen müsste ich drin auf jeden Fall fix dann aufbauen, damit sie Nahrung kriegen. Häuser, Wohnquartier, hält Wohnraum für 4 für 14 wiederum. So, die Ladestationen an dem Ding sind auch fleißig besetzt. Immer noch ein Plus von 6 insgesamt bei der Erzeugung von Strom. Ich würde gerne einen hier hinten reinsetzen. So, Sauerstoff haben wir schon mal 6 auf Lager. 6 plus auch gespeichert sind 60. Oh, das ist schon mal gut. Den können wir nicht zurückschicken, ne? Weil wir haben keine Treibstoffproduktion aktuell. Was ist denn das? Ein Fusionsreaktor? Ja. In Zukunft gerne. Treibstoffraffinerie haben wir keine. Wie siehst du, brauchst du Fertigbauteile? Was schluckt denn der? Kann ich da irgendwas? Leider nicht, nein. Wer ist eher, was ist das für ein Ding? Okay. Ebenen. Sektor scan. Können wir ein bisschen arbeiten hier währenddessen. Machen wir schon mal, dass wir die Fläche ein bisschen ebnen anfangen. Ich probiere jetzt auch nur ein bisschen weiter rum. Also ich weiß auch noch nicht so ganz. Ja, Wasser erzeugen kann ich noch gar nicht, weil ich habe noch gar kein Wasser gefunden. Leute, das bringt sie noch nichts. Keine Ressourcen hier. Okay, zoomen wir mal raus. Scanner fürs Erste tun wir weiter hier forschen und gucken. Die ebnen mir das Ganze jetzt. Und zwar mit den Steinresten, die wir haben. Das ist gut zu wissen. Die nehmen jetzt die Steine, die wir... entladen. Hier. Und dann kannst du zu den nächsten Eisenressourcen fahren. Ich überlege nicht gerade, ob ich doch versuche, hier die zweite Betonfabrik noch zu kriegen. Oder nicht. Kleine Felsformation. Ich kann kleine Felsformation machen. What?
Ausforstung. Okay, da kann ich. Ah, da kann ich dann sozusagen Luft anpassen. Als erstes sollte mir eine Kuppel vielleicht dafür designen. Autarke Kuppel. Forschung, Feuchtigkeitsgewinnung. Ah, das ist eine normale Kuppel. Okay. Was kostet die? Oder das habe ich jetzt gar nicht geguckt. 80. Beton habe ich noch nicht. 20 habe ich. Und Polymer müsste ich neu schicken lassen. Und dann könnten wir die erste vielleicht hier platzieren. Dann bauen wir hier weiter. Sozusagen dann das Kuppelgebiet an. Das wird ja der Sensorturm, das ist eine Aufladestation, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier bietet Ressourcen zum Export zu anderen Kolonien auf dem Mars an. Realisierende Kolonien schicken nur dann Handelsangebote, wenn Import- und Exportressourcen festgelegt sind. Für Raketen, die anderen Kolonien gehören. Nahe Gebäude und Fahrzeuge sind während der Landung unter Starts vor Staub geschützt. Eine Landeplattform wäre gleich gar nicht für den Handel dann gar nicht schlecht in Zukunft. Aber jetzt sollten wir uns dann eher um eine eigene Landeplattform kümmern. Und die hätte ich halt gerne hier platziert, irgendwie in der Nähe. Na, wir schicken... Wie war das? Raus zum, glaube ich, musste ich dafür... Ne, Raketen hier. Wir brauchen... Schicken wir für 1 Million eine Nachschubskapsel. Und zwar bräuchte ich... Fertigbauten. Ich würde gerne Feuchtigkeitsvibratoren bräuchte ich 2. Und das Ding ist bummvoll dann. Scheiße. Treibstoffraffinerie braucht auch 5000. Wir brauchen allein für 2 Treibstoffraffinerien eine Kapsel. Dann schicken wir mit dem Ding Polymer. 15 sollte reichen. Schick ein bisschen Nahrung noch. Starten. Gleichzeitig schick mir mal eine Frachtrakete. Und zwar mit 3 von denen, einem Treibstoffraffinerie. Und einer anderen Fabrik eigentlich aktuell auch. Eher weniger. Ich nehme Erkunder. So, und dann hier vielleicht was. Hier und hier. 2,865 Millionen kostet das wahrscheinlich. Ich würde sagen, schicken wir zum Start. Damit wir schauen können, was wir hier alles kriegen noch. Wie schaut es mit unserem kleinen Lagersystem hier aus? Der scheint gut so ranzugehen. Die Steine werden immer wieder hierhin geliefert, damit das aufgepumpt werden kann. Dann würde ich sagen, tun wir doch schon mal die Kuppel. Die ich soll hier stehen, anschließen. Jetzt machen sich gleich alle brav auf den Weg und arbeiten. Ist doch schon mal gut. Und wie gesagt, brauchen wir jetzt halt natürlich auch dementsprechend erstmal einen Stromanschluss. Da schlägt was eins, wie es scheint. Meteoriteneinschlag. Der hat leider keine Ressourcen gebracht. Wäre zu schön gewesen. Und jetzt brauchen wir für die Lebenserhaltungssysteme natürlich noch das Rohr, was von hier aus. Sektor scanned. Bis nach da vorne jetzt sieht. Auch keine Ressourcen in dem Sektor. Der scheint fertig zu sein und kann das Ganze jetzt hier entladen anfangen. Energieanschluss passt. Perfekt. Ja.
Das schaut aber alles echt gut aus. Der Start uns gelungen. Das könnte dann zum Beispiel hier in Zukunft, wenn wir das dann erforscht haben mit der... Ach schau, jetzt kann die Kapsel runterkommen. Die Kapsel schicken wir hier hin. Ich weiß ja nicht, wo sie so schnell die Blinkelichter immer herbringen, aber... Hey! Ist alles da, das Ding können wir dann rein theoretisch zerlegen. Aber es bringt auch 5 Metall. Und es hat halt dementsprechend auch das Polymer dabei, was wir noch benötigen, um die Kapsel fertigzustellen. Entladen. Hier entladen. Wir lassen natürlich unseren Roboter hier schön immer wieder das Sachen aufladen gehen. Und jetzt hat ist die zweite Rakete A. Und kann auch die weiteren Ressourcen natürlich noch besser. Die Batterie scheint voll zu sein. Haben wir schon andere Batterien, die wir rein theoretisch bauen können? Scheint nicht so zu sein. Dann würde ich gerne hier einen Batteriestab hinsetzen oder so, halt so eine Reihe an Batterien. Wenn wir auch gerade Polymer bekommen haben, können wir ja hier ein bisschen Polymer auch verbrauchen. So, der Erkunder kann sich gleich mal das Ding hier anschauen, die Anomalie. Das klappen. Perfekt. Wir müssen dann wahrscheinlich hier irgendwo noch einen Drohnenturm dann einbauen, damit wir hier arbeiten können. Wie weit geht der? Der geht bis hier. Bedeutet, den nächsten Drohnenstützpunkt müsste man wahrscheinlich irgendwo hier hinsetzen. Oder zum Beispiel hier hin, an die Ecken jeweils. Das müsste man dann dementsprechend natürlich abstimmen, wo man was hinsetzen will. Er scannt das jetzt schön ab, die Anomalie. Hopp, da haben wir... noch ein bisschen Eisen. Und was ist das hier? Scan, haben faszinierende Messwerte ergeben, die uns vielleicht bei der Entdeckung neuer Technologien helfen könnten. Schicke einen Erkundungsrover, den wir zum Glück mittlerweile haben, dorthin. Sensorenwerte haben ergeben, dass Forschungsziele... Praktisch, dass wir so einen Rover jetzt haben, ne? 3 neue Anomalien gefunden. Achso, ja, okay. Das sind noch die 3, die wir kennen. Gut. Was fehlt der noch? Beton haben wir noch. We've just confirmed the location of a metal-rich deposit. A drilling accident turned to our advantage. Was wo? Ah, da! Ja, das ist ja perfekt. Da kommt ja eh eine unserer zukünftigen Kuppeln hin. Also besser hätte es ja gar nicht gehen können. Dann soll das Ding jetzt hier weiter scannen gehen. Das Ding pumpt sich weiter voll mit Metallen. Die Batterien sind noch nicht gebaut worden, leider. Aber die fehlen in dem Feld ja auch der Beton noch. Oder der hier ist natürlich nicht so flott unterwegs, wie scheint. Aber es schaut alles eigentlich ganz in Ordnung aus. Es fehlen nur noch 9 Beton. Wir haben halt echt alles aufgebraucht, was wir hatten. Wir brauchen eigentlich diese Ressourcen, den Ressourcenpunkt hier unten, um weiter gescheit arbeiten zu können. Aber ja, erstmal die erste Kuppel sollte errichtet werden, glaube ich. Das wäre gar nicht doof. So. Energie sind wir auch noch positiv. Das ist gut. Also das ist natürlich positiv. Im positiven Sinne. So. Was schluckst du für Teile? 4. Ja, okay, wir haben aber aktuell nicht davon nichts. Das ist halt die Sache. Der hier wäre natürlich wartungsmäßig genial. Den platziert man hier jetzt dann drin und dann. Das sollten wir echt machen dann. Oder können wir sogar machen, weil wir haben so viel Metall aktuell. Mit dem ganzen Metall sollte das gut funktionieren. Ah, okay. Neue Technologie können erforscht werden.
Für jene, die versuchen. Oh, okay. Low-G-Pilze. Eine Pilzfarm. Das ist gut. Das ist gut. Oder kann ich das erforschen? Ah, das kann ich erforschen, okay. Dann kommst du jetzt hier mit und erforscht es noch hier oben. Der bringt gerade die Metalle zurück. Und die sind brav dabei am Arbeiten, um unser neues Energiehaushalt-Level zu erhöhen. Wie ist der schon drin? Boah, ordentlich. Ordentlich. Ich würde hier gerne auch entladen noch. So, die neue Solaranlage ist in Betrieb und bringt 50 Energie. Ist natürlich genial. Gehst du mal nach da drüben die Ressourcen sammeln. Jetzt warten wir immer noch darauf, dass wir genug Beton haben. Obwohl, jetzt sind wir... Oh, die Kapsel. Die Kapsel ist fast fertig. Jetzt wird sie gerade von unseren Robotern gebaut. Und dann haben wir die erste Kapsel für die neuen Bewohner hier auf dem Mars. Milestone achieved. Kolonisten innerhalb von Kuppel leben, das Wohngebäude, Wohnanlage genannt. Bedeutet, wir werden jetzt dann in der nächsten Folge noch die Sauerstoffversorgung ankurbeln. Und dann schauen, dass wir hier drin alles vorbereiten für die ersten Sonnen auf dem Mars. Und schauen dann, dass wir mit denen hier Metall dann extrahieren können in Zukunft. Bedeutet, wir werden dann wahrscheinlich Kuppel hier hinsetzen, weil die hat halt dementsprechend schöne Anschlüsse. So vielleicht oder sowas direkt sogar. Muss ich noch gucken, wie ich den Anschluss am besten mache. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Dann kann ich nicht die Verbindungen auch durchziehen gut. Und das sollte auf jeden Fall gut klappen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und schreibt in die Kommentare, was ihr von der neuen Serie haltet. Also, bis dann. Ciao.